Hallo, schön, dass du wieder beim VH Golf vorbeischaust. Dieses Video ist für die von euch, die regelmäßig Golf spielen und die natürlich einen sauberen Schwung haben wollen, ohne Kompensationen. Es geht um die Ausrichtung, aber es ist nicht genau, was du denkst. Das ist ein typischer Fehler, was leider eine typische Kompensation verursacht. Ich gehe erstmal davon aus, dass du keine schlimmen Hooks oder Slices spielst. Deine Bälle fliegen einigermaßen gerade. Aber die Frage ist, wie stehst du? Das hat so einen Einfluss auf deine Schwungebene und deine Schwungrichtung. Ich erkläre. Was ich sehr oft in meinen Stunden sehe, ist, wie meine Schüler zu weit nach rechts sich ausrichten. Mein Fairway ist da, ich bin rechts ausgerichtet. Nur wenn ich einen perfekten Schwung auf der Ebene machen würde, würde ich so hoch schwingen, so wieder runter schwingen und mein Ball würde nach rechts verschwinden. So, ich bin ja gezwungen, irgendwas zu ändern. Und meistens, was passiert, ist, dass ich den Schläger nach da bringe, damit ich gerade schlagen kann. Ich habe es gerade demonstriert. Und das fühlte sich komisch an. Dort gibt es sehr viele Kompensationen, die man unbedingt vermeiden möchte. Was du tun solltest, erzähle ich gleich. Aber jetzt die andere Variante. Das sieht man auch. Der Spieler weiß nicht wirklich, wo sein Ziel ist. Das sehe ich oft bei guten Spielen. Die Ausrichtung ist diesmal zu weit links. Der Spieler denkt, er oder sie steht richtig. Und was passiert jetzt? Da der Spieler denkt, dass das Ziel da ist, wird er automatisch mehr nach hinten ausholen und mehr nach rechts durchschwingen. Ja, das ist eine Schwungbahn, die zu sehr von innen nach außen ist. Und das verursacht auch Probleme wie Sockets, Hooks und Pushes. So, damit du einen sauberen Schwung trainierst und wenn du viel trainierst, möchtest du es immer so machen. Gucke, dass du richtig ausgerichtet bist und von der richtigen Standposition ist es möglich, ist es notwendig. Und das ist wichtig. Der Stand verlangt jetzt einen guten Schwung. Ist es jetzt notwendig, dass ich auf der Ebene beim Ausholen bin? Und viel wichtiger beim Abschwingen. Das ist ein Schlüsselmoment. Meine Hände sind dicht am Körper und mein Schlägerkopf ist leicht außerhalb. Genau da, wo der beim Ausholen war. Und jetzt hat mein Stand mir erlaubt, einen sauberen Schwung auf die Ebene zu machen, der einen guten Ballflug an einer sehr engen Bahn hier in Lüttelsburg ermöglicht hat. Ich freue mich auf deinen Daumen hoch. Und einen schönen Golftag wünsche ich dir demnächst.